Sag mal, hallo. Hallo, hallo. Die Leonie macht heute den Football. Hallo, hallo. Hala, ja. Seht ihr, sie sagt sogar hallo. So, wir waren gerade einkaufen, Leonie und ich, im Aldi oder beim Aldi, wie auch immer, und haben ausgegeben 55 Euro. Ich habe im Prospekt so süße Halloween-Pyjamas gesehen, aber die gab es nicht. Vielleicht habe ich auch falsch geguckt und die sind erst ab Donnerstag. Das kann auch sein. Ja, wir haben 55 Euro ausgegeben, haben sehr viel Zeug mitgenommen und auch richtig coole Sachen. So, wir fangen mal an mit der ersten Tüten. Wir haben Bananen mitgenommen und diesmal schöne gelbe Bananen. Dann hat sich Selina Cookies gewünscht. Da habe ich diese American Cookies, da gibt es auch von Aldi, die kosten aber 10 Cent nur günstiger, deswegen habe ich jetzt mal die American genommen. Dann habe ich Schnitzelfleisch genommen, denn ich habe Gulasch aufgeschrieben mit Reis, aber das Gulaschfleisch beim Aldi sah nicht so lecker aus. So, dann haben wir saure Sahne mitgenommen für ein Rezept. Ich erzähle euch einfach, was wir diese Woche so essen. Und dann sage ich, was ich dazu brauche. Genau. Also saure Sahne brauchen wir für ein Rezept. Das zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch Schmand mitgenommen. Benutzen wir ja ganz oft für Soßen und sowas. Dann haben wir hier Käse. Mastarno. 1,39 so. Aber es sind halt wenig Scheiben. Ich glaube 10 Scheiben sind drin. Aber trotzdem günstiger wie im Kaufland. 200 Gramm hier. Dann habe ich so ein Parmigiano-Käse für Spaghettis mitgenommen. 1,99 und für die kleine Maus ganz viele Heidelbeeren. Ja, die Packung hat 4,44 € gekostet, aber dafür sind die Blaubeeren richtig schön groß. Und die kleineren Packungen, da waren ganz viele, ja, ganz mini Blaubeeren. Deswegen habe ich die genommen. Ja, sollen wir dich in den Wagen setzen? Du bist müde, gell? Hier, mein Schatz. Einen Moment, sonst hört ihr. So, Leonie ist hier versorgt mit Blaubeeren. Dann mache ich schnell mal weiter, bevor die Blaubeeren alle sind. Ich habe so kleine Mini-Karotten wieder mitgenommen für die Schule oder ich schneide die auch manchmal ins Essen rein, so wie letzte Woche. So. Richtig, dann gibt es bei Aldi so quetschig, so habe ich jetzt mal 2 Stück mitgenommen, weil die sind, glaube ich, aus Plastik, die Packung. Deswegen habe ich es nur 2 mal mitgenommen. Die, die ich beim DM kaufe, die sind ja so aus Papier eher. Ja, da habe ich eine Schlagsahne mitgenommen, auch für eine Soße. Auch für ein Rezept, was ich heute machen werde. Dann habe ich ein Croissant für die Kleine mitgenommen und Sesamringe, jeweils 39 Cent. Dann rote Paprika fürs Gulasch. Ein Streusetaler. Oh, den gönne ich mir. Aber den kann ich vierteln und dann kriegt jeder ein Stückchen halt ab. Das reicht mir auch. Dann habe ich hier sowas entdeckt an der Kasse: so Pilzrahm, so Pasta. Ja, mit Pilzrahmsoße. Für schnell abends, wenn man wieder Lust hat. Beim Videoschneiden kriege ich immer Hunger. Da mache ich nur so Kleinigkeiten. Dann habe ich Schupfnudeln. Genau, das ist für das Rezept, was ich heute machen möchte. Dazu brauche ich auch die Schlagsahne. Und da habe ich auch Buttergemüse. Genau. Buttergemüse habe ich bei meiner Schwester entdeckt, das Rezept. Und ja, das sah voll lecker aus und geht schnell. Deswegen. Dann gab es Rucola im Kühlschrank, 30% günstiger. Da werde ich wahrscheinlich irgendeinen Nudelsalat machen oder so. Dann habe ich mal hier was gewagt. Ich will es mal probieren, ich hoffe, das ist nicht scharf. Da stand nämlich ein Mann und der hat ganz viele davon genommen und mich gefragt, ob das scharf ist. Er meinte, es ist nicht scharf, also minimal hat er gesagt. Schmeckt mega lecker, deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Ich hoffe, dass es nicht dolle scharf ist, es ist türkisch. Ja. Gegrillte Peperonis, mittelscharf steht da. Naja, mal gucken. Probier es mal. Dann habe ich eine riesen Kerrygold Butter mitgenommen. Ich weiß aber nicht, wie viel die gekostet hat jetzt. Aber ich glaube unter 2 Euro. Deswegen, ja, so ein riesen Paket. Für die ganze Familie reicht hoffentlich ein bisschen länger. Auf dem Speiseplan haben wir zum Beispiel Kürbissuppe diese Woche. Wenn es so kalt ist draußen. Jetzt gerade scheint die Sonne, es ist richtig schön, aber die Woche soll es ja nicht so schön werden. Deswegen, Suppe geht immer, also kühlen Tagen und vor allem die Kinder lieben diese Kürbissuppe. Dann noch so ein Quetschi, also ich habe es wie gesagt 2 Stück mitgenommen. Dann Tomatenmark einmal.
Dann gab es meinen Lieblingswein im Angebot und ich habe gleich 2 Flaschen von dem mitgenommen. Der ist so, so lecker. Der ist gar nicht so hochprozentig, 8,5. Aber der ist so lecker, der schmeckt wie so ein richtig toller Saft. Also ja, ich habe 2 Heidelbeer genommen. Es gab auch Holunder und andere Sorten gab es nicht. Sonst gibt es ja immer Kirsche und Erdbeere und sowas. Aber ja, Heidelbeer ist mega lecker. Dann eine Mandarinenfanta habe ich mal mitgenommen. Und eine Saftlimo Orange. Zitronengras. Orangen-Zitronengras-Geschmack. Oh, eine. So, die zweite Tüte. Hast du auch gegessen? Jetzt noch ein paar. Warte. Ich mache hier noch ein paar Blaubeeren drauf. So, Blaubeeren sind aufgefüllt. Jetzt geht es mit der zweiten Tüte weiter. Da haben wir sowas mitgenommen. So Kuchen mit Vollmilchschokolade. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Sorten. Also auf jeden Fall habe ich weiße Schokolade und die hier gesehen. Und Vollmilchschokolade mag ich ja total gerne. Dann habe ich solche Äpfel hier mitgenommen. Wie heißen die? Elster. Ja, ich denke mal, die sind saftig. Dann habe ich, Aldi hat ja so richtig gute Kuchensorten immer. Und ich glaube, das ist was Neues. Also das habe ich noch nie gesehen. Apfel-Sahne-Schnitten. Ja, das hat mich richtig angemacht. Deswegen musste das mit. Dann habe ich hier so eine Muffin-Back-Mischung mitgenommen mit Schokolade. Und ich dachte mir, damit es so richtig saftig ist, da können wir ein paar Blaubeeren reinmachen. Weil da sind ja ganz viele Blaubeeren. Und vielleicht backen wir die heute. Mal gucken. Dann habe ich so Kaiserbrötchen mitgenommen zum Aufbacken. Entweder für Sonntag oder für die Schule. Sind ja auch total praktisch. Alles gut? Schön kauen, gell? Dann habe ich Joghurt mitgenommen für Silvia und Lukas. Einmal mit Smarties und einmal mit so Schokoladenkeksstücken. Ich denke mal, dass Lukas das nehmen wird und Selina das. Ja, wenn ich es nächstes Mal weiß, dann kann ich dann diejenigen, die Lieblingsjoghurts mitnehmen. Genau. So, dann habe ich hier für die Kleine mal was zum Ausprobieren. Die hatte ich noch nicht. Das ist ja auch, ah, das sind frische Freunde sogar. Das war nämlich günstiger, 1,39. Ich glaube, beim Rossmann haben die 1,89 oder 1,99 gekostet, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht. Das sind so getrocknete Erdbeeren für zum Mitnehmen. Das mache ich mal einfach in die Wickeltasche rein, wenn wir unterwegs sind, dann kann sie die knabbern. Dann habe ich Schinken mitgenommen. Für Lukas, für die Schule habe ich so kleine Flaschen. Ich glaube, Orange habe ich diesmal mitgenommen. Genau, letztes Mal hatte ich Multivitamin, diesmal habe ich mal Orange mitgenommen. Schon gegessen? So schnell? Das ist ja schnell. Dann habe ich für den Papa auch Joghurt mitgenommen. Er macht ja diese Joghurt mit der Ecke. So Kekse. Buchzwerge für die kleine Maus. Ja gut, die Großen essen das auch. Also für jeden, für alle Kinder. Und zuletzt kommt meine zweite Flasche, mein Lieblingswein. Ich habe jetzt nur 2 Flaschen mitgenommen. Vielleicht fahre ich die Tage nochmal. Oder am Donnerstag, wenn die süßen Schlafanzüge kommen für Halloween. Fahre ich dann nochmal los und hole vielleicht noch mehrere Flaschen, weil die gibt es so selten, die Weinsorten. Und ja, für 1,99 lohnt sich das voll. Die sind so lecker. So ihr Lieben, das war mein Food Haul für diese Woche. Und später nicht vergessen, ich verlinke euch Reusein Kanal in der Infobox. Kommt Reusein Food Haul noch online. Und nicht vergessen, ein Abo ist kostenlos. Wir würden uns riesig freuen über eure Unterstützung. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 11 im Vlog wieder. Tschüss.